Hallöchen und herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Red Dead Redemption. Mit hier unserem Poncho. Nennt man das so? Ist das ein Poncho? Es gibt da irgendwie zwei verschiedene Sachen, die für mich beide gleich sind und irgendwie, keine Ahnung. Ich nenne es einfach mal so. Unser neues Outfit. Das wollte ich ja jetzt für mindestens eine Folge mal tragen. Unser Pferd kommt da hinten. Ja. Na, aufgeritten. Aufgesessen. Wo wollen wir denn hin? Das ist eine neue Session für mich gerade. Zur Info, das ist immer so eine super Entschuldigung. Landon Ricketts, Chaparosa. Nach Chaparosa komme ich bestimmt auch mit der Kutsche. Mit der Postkutsche. Das wird ein bisschen Zeit sparen, das ist so weit weg. Da möchte ich gerade den Anfang der Folge nicht mit Hinreiten verbringen. Chaparosa. $17, aber wir haben es ja. Ich überspringe das. Meine Vorrichtung hier am Mikro. Ich habe die gerade mal kurz ein bisschen heile gemacht. Für die, die es nicht wissen, da ist Klebeband um Popschutz drum. Da ist eine Schraube dran, um den Abstand zum Mikro zu halten, weil es sonst einfach gegens Mikro ranklatscht und keine Ahnung, alles Mögliche. Nicht das Professionellste. Falls ihr da was Besseres habt und das nicht mehr braucht, ja. Habt ihr das gesehen? Das sah teilweise aus, als wäre dieses... Ist das ein Gürteltier? Ich glaube schon. Wäre das Gürteltier da einfach nur lang gefahren. Also so wirklich gefahren, nicht gelaufen. Oder geschlittert. Gürteltierfleisch. Ja, ist ein Gürteltier. Na komm, Ferdinand. Komm, ich laufe dir auch entgegen. Und rein ins Lager. Es regnet. Ja. Das war so gewollt. Da sind wir ordnungsgemäß abgesessen. Hier ist der Händler. Ich guck mal, ob der hier schöne Sachen hat. Das ist ja ein neuer. Was ist das? Zeigt alle Kräuter. Nee. Perdido. Zeigt alle wichtigen Informationen für Perdido an. Erlaubt Schnellreise vom Lager aus. Die kaufen wir doch mal. Das ist auch so eine. Kleidungsstück Bandido. Kleidungsstück eines Banditos. Ist das ein komplettes Kleidungsstück oder so ein Teil? Ich kauf's einfach mal. Ich glaube aber, es ist nur ein Teil. Ich habe gerade halt das Geld. Darum denke ich weniger nach. Super, oder? Ja, ich finde auch. Hier sind jetzt ganz viele Pferde. Kentucky Saddler. Okay. So, wir verkaufen dir mal unser Gürteltierfleisch und unser Gürteltierpanzer. Um wenigstens ein bisschen wieder wettzumachen. Du hast ein kleines Stück gekauft. Benutze den Gegenstand in deiner Tasche, um es zu deinen Outfits im Pausemenü hinzuzufügen. Ah, ich verstehe. Set, Vorräte. Wo ist es denn? Gut, hier können wir auch erstmal diese Karten benutzen. Das mache ich mal erstmal. Und jetzt, Kleidungsstück. Mal sehen. Unter Outfits. Ja, die haben wir schon. Bandito. Okay, kaufen gemischten Warenladen in Chaparosa ein. Okay, ist nur ein Teil. Naja, man konnte es ja mal probieren. Da hinten ist auch noch ein Haus, aber ich folge dem Fremden, um sein Angebot anzuhören. Okay, okay. Es geht hier direkt wieder los mit Nebenmissionszeug, aber das mag ich ja. Okay, der will mir nur außerhalb der Stadt mit mir reden. Was sagst du, Illegales? Ja. Okay, wir sollen eine Kutsche stehlen. Stiehl die Kutsche. Die ist außerhalb der Stadt, oder? Oder ist die drin? Ne, sie ist drin. Ach, verdammt. Werde ich mir direkt meinen Ruf ruinieren, aber ich habe gerade so viel Geld ausgegeben, dass ich eigentlich das Geld schon wieder haben möchte. Können wir uns nicht vermummen? Das wäre, glaube ich, deutlich sinnvoller. Ich bringe ja keinen um. Das ist mir gerade ein bisschen wichtig dabei. Weil die sind ja alle bisher sehr nett. So, jetzt muss ich hier nur noch irgendwie aus dem Kreis rauskommen. Oh Gott, oh Gott. Ich muss aufpassen. Das ist keine saubere Abfahrt. Einen Preis für sauber fahren gewinne ich so nicht.
Ist jetzt eigentlich unser... Ich habe seinen Namen vergessen. Dieser alte, ehemalig wohl sehr bekannte Typ. Ist der jetzt eigentlich auch hinter uns her? Hier? Das wäre ja lustig. Er sagt, hey, ich dachte, du bist gut. Nee, okay. Ach, kacke. Das hier ist gerade kein guter Weg für mich. Ich glaube, der hat nämlich nur ein normales Pferd. Damit kommt er hier besser um die Kurven. Vermute ich. Ah, er sieht mich aber nicht mehr. Sie haben mich verloren. Perfekt. Dann preschen wir hier nochmal voran und nutzen das. Hallo. Wo war denn der hinterher? Wow. Der Kreis kommt wieder in meine Richtung. Aber wir haben es gleich geschafft. Mal sehen, wie viel Geld ich dafür jetzt bekomme. Wir haben nur 10 Kopfgeld. Die gestohlene Kutsche zu dem Fremden. Müssen wir zurück zur Stadt mit der gestohlenen Kutsche. Das ist ja eine super Idee. Ich hoffe mal, das ist außerhalb. Das wäre zumindest ein bisschen sinnvoller. Und es ist toll, wie die Räder hier auch wackeln. Ihr seht das. Die Hinterräder gerade. Das fällt total auf. Die sind total wackelig und schief. Das ist sehr authentisch. Denke ich mal. Das wirkt sehr authentisch. Obwohl diese Karre dann wahrscheinlich nicht lange überleben würde. Aber es kommt auch nicht auf die Realität an oder den Realismus, sondern einfach auf die Authentizität. Etwas kann noch so realistisch wirken, wenn der Spieler es dem Spiel nicht abkauft und das Spiel immer wieder sagt, doch, doch, das ist so. Und der Spieler sagt, ja, glaube ich aber nicht. Dann bringt ihm das nichts. Wenn der Spieler aber sagt, hier, guck dir das mal und der Spieler sagt, boah, das ist echt. Und das Spiel dann einfach so sagt, ja, wenn du meinst, das ist viel sinnvoller. So. Ich wollte eigentlich eine Mission starten, eine richtige. Jetzt haben wir hier eine Postkutsche geklaut, haben wir Waren verkauft. Ja, das ist schon... Na gut, in diesem Spiel, es ist toll, wie dynamisch die Nebenmissionen hier eingebaut sind. Ich finde es wirklich klasse. Mir gefällt das sehr gut. Das ist Open-World-Spiele meistens, also gerade in GTA-Spielen, wenn ich die privat spiele, komme ich eigentlich nicht dazu, die Story zu spielen, weil ich dann wirklich... Weil ich mache nicht mal Nebenmissionen, ich mache einfach nur... Ich fahre einfach nur rum. Und das ist, glaube ich, hier wirklich besser. Ich spiele zwar gerade nicht privat. Oh. Da bin ich schon fast an ihm vorbeigefahren. Ja, es ist außerhalb der Stadt. Ich spiele zwar gerade nicht privat, aber ich könnte mir vorstellen, dass es auch privat für mich angenehmer zu spielen wäre. Weil ich dann zwar Nebenmission machen würde, aber ich würde halt was machen. Was gezielt. 58. Oh, was soll denn das sein? Das ist doch nichts. Ach, einfaches Camp. Kann ich hier nicht. Jetzt keine Zeit. Ehre minus 100. Kann ich jetzt einen Lager aufrichten? Wer ist das da hinten? Hallo? Hab dich gerade anvisiert, dafür wollte ich mich entschuldigen. Ist der gerade da runtergerannt? So. Befreien wir ihn doch von seinen Qualen. Jetzt ein Camp eröffnen? Ja, jetzt geht's. Zur Schnellreise. Ich weiß gerade nicht, wie dicht wir an der Stadt sind, aber... Können wir einfach mal machen. Ja, direkt fast in der Pfütze drin, quasi. Das Feuerchen. Ja, Chaparusa. Oder Chuparosa. Kann ich ja eigentlich auch schnell reisen auf die andere Seite, also wieder nach Amerika hin? Ich weiß es nicht. Wir machen jetzt noch eine Mission. Das wird wahrscheinlich dann die Partlänge total sprengen, aber es ist in Ordnung, denke ich. Ja, ich denke schon. Hier ist es. Der Eingang. Hey, Muchachos. Keine Ahnung, ich mag mein Outfit. Aber ich fand den Staubmantel irgendwie epischer. Aber das hier wirkt, obwohl es so farbenfroh ist, trotzdem immer noch cool. Ich glaube, das liegt ja mal an unserem Charakter, John Marston. Ich glaube, der kann tatsächlich, wie ich schon mal gesagt habe, alles tragen. So, dann gucken wir mal, was der Gute so mit uns vorhat. Glück in der Liebe. Oh, wird das hier jetzt was Intimes zwischen uns beiden? Er ist zwar ein bisschen älter, aber... Tengo nada. Gentlemen, gentlemen, I thank you. Oh, yeah. Hey, Mr. Marston. How you keeping, sir? Just fine, thank you. And you? Oh, very well, sir. Thank God my wife died. Unlucky in love, lucky in cards. Garzon, champagne for everyone. Spinigrad, ah, nee, sind überdacht. Okay. Oh, I'm sorry, Herr Muller. I'll keep playing you in servitude for the rest of your life on Earth. If that makes you happy, yes, I shall indeed, sir. Well, then, your deal. Oh, Marston, would you like to join us? I don't think so. I'm just going to have a drink. Oh, come on. Sit down. Sit down. Okay, then. Gentlemen.
Können wir jetzt in der Mission Poker spielen? Wovor ich mich im freien Spiel immer geweigert habe bisher, weil es einfach nur Poker ist. Cool, dann seht ihr mal, wie Poker in dem Spiel ist. $100 Einsatz. Okay, jede Runde beginnt mit einem Pflichteinsatz, dem Small Blind. Der Spieler links von Karten vom Kartengeber muss die Hälfte des Mindesteinsatzes zahlen. Der Spieler links vom Small Blind muss den Big Blind zahlen. Dieser Pflichteinsatz ist so hoch wie der Mindesteinsatz für das Spiel. Okay, also ich überspringe mal nichts. Machen wir einfach mal. Ich meine zwar Poker grob zu können, aber... Passen, Fold, bedeutet, du steigst aus. Dein bisheriger Einsatz geht dann verloren. Okay. Bestimme die Höhe des Einsatzes und bestätige mit A. Steig aus, wenn du keine guten Karten hast. Karten ansehen machen wir mit RT. Oh, selbe Farbe, da ist eine Königin dabei, damit kann man was anfangen. Gehen wir erstmal mit. Alle rausgegangen. Direkt einen kleinen Einsatz gewonnen, das ist doch super. Und ich finde wirklich, dafür, dass es hier ein Spiel innerhalb eines Spiels ist, ist das echt spaßig. Ein Ass? Ja, kann man auch mal mitgehen. Ein Einsatz, der so hoch ist wie der Mindesteinsatz, wird als Mitgehen, Call bezeichnet. Ja, das mache ich jetzt schon zum zweiten Mal. Schön, dass mir das Spiel einfach sagt, was ich da tue. Du kannst den Mindesteinsatz jederzeit erhöhen, Raise. Erhöhungen müssen mindestens so hoch sein wie die vorherigen Einsätze oder Erhöhungen. Das sollte klar sein. Da es hier eh schon erklärt wird, erkläre ich es nicht weiter. Ja, 14 kann ich auch noch mitgehen. Ich finde, ein Ass ist schon eine gute Grundlage. Die ersten drei Gemeinschaftskarten werden Flop genannt. Danach kann gesetzt werden. Unser Ass war... habe ich ja nicht wirklich was. Oder was hatte ich? Eine 5? War das ein Karo 5? Auf den Tisch schauen mit L? Okay. 5, 8, 9. War es eine 5 oder? Ja, wir hatten eine 5. Gut, haben wir einen 5er-Pasch. Und erhöhen wir mal um 10. Warum denn nicht? Eine fremde Person ist ausgestiegen und wir gewinnen. Das ist doch super. Ach, spielen wir das gar nicht zu Ende? You fucking cheat! Excuse me? You fucking looked in my fucking cards, you fucking cheat! Now, Herr Muller, let's calm down, there must be some mistake. There's no mistake, your Yankee friend here is a fucking cheat! Easy there, Germany, calm yourself down. Oh yeah, you know exactly what you did. Yeah, I know exactly what I did, friend, which was nothing. Now, I'd prefer it if we could all play a friendly game and no one get hurt. You planted this guy, Ricketts. Now, why would I do that? I've already beaten you. Now, calm down and let's finish the game. There's no more cards game. Ease up there, friend. Eine typische Situation in Western. There must be a name for this. An impasse, sir. An impasse. We could all die. Here, now. I'm not fighting you, Ricketts, but the Yankee, him I don't like. He's done you no harm, Muller. He's done me no good either. Outside, winner takes the pot. The winner will take what he wants. The other man will be in no position to argue. Sanchez will be my second. As you wish, Germany. As you wish. Er hat ihn aber Germany genannt und nicht German Friend. Die Übersetzung da unten war auch falsch. Oder habe ich es gerade falsch gehört? Und was machen wir jetzt? Zum Duell. Machen wir jetzt wirklich ein Schießduell? Komm doch. Du hängst da fest. Okay, dann bleibt er da stehen. Okay, besiege Müller im Duell. Du hast ein Duell angenommen. Drücke A, um das Tutorial zu überspringen. Nee, komm, das lassen wir auch mal drin. Ich kann mir zwar denken, wie es läuft, aber... Das machen wir einfach mal. Drücke LT, um deine Waffe zu ziehen, oder bewege RS nach unten, um deine Hand... Soll ich ihn in den Kopf schießen? Ich glaube, das war ein bisschen unverhältnismäßig. Ich
glaube nicht, dass es Mr. Müller gut geht. Ich habe ihn dreimal in den Kopf und zweimal in die Brust geschossen. Hätte ich noch einfach die Pistole wegschießen können? Watch me cut her throat. Nice friends you got here, Mr. Ricketts. Do your Marston. Peleamos ahora, We fight now. Dem Fremden ohne die Geisel zu töten, okay. Also mit dem rechten Stick nach unten bewegen und mit linken Stick einfach ziehen. Ich glaube, ich kann auch einfach direkt ziehen. Das habe ich aber nur markiert, ohne schießen zu drücken. Hat das auch gezählt? Oh, ich blick da noch nicht ganz durch. Entschuldigung. Erledige Müllers übrige Männer. Ja, komm, die kann ich auch so fertig machen. So. Ja, die Pokerrunde wurde wohl beendet. Well, I must say, you tourists certainly bring peace and prosperity to this land. Then again, I doubt Muller will be missed. He wasn't much of a poker player. Na, haben wir die Mission jetzt doch grob im Zeitlimit, das ich mir immer selber stecke, geschafft. Das ist doch super. Ah, doch, es gibt aber noch eine neue Mission bei LR. Ist das hier Müller? Ich weiß nicht. Aber würde ich sagen, stellen uns hier mal unter, damit wir nicht nass werden. Stellen wir uns dem die nette Dame da. Hallöchen. So. Ach, die sieht das ja nicht. Wir machen jetzt auch eine Pause, da hast du Zeit hier, dich zu vergnügen, Marston. Also, das war Red Dead Redemption für heute. Mach's gut, euer Vogel. Tschüss.